Hallöchen zunächst den Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier ein Fendt 300 Vario am Start. Da wurde was in den Türen und im Dach gemacht. Zum Auf- und Zumachen meinte ich natürlich damit. Ja, zeige euch mal kurz hier. Also wie gesagt, Fendt Vario 300 Version 1.0 in dieser Sache hier. Und der Mod hat eine Größe von 9 Megabyte. Ja, so sieht er aus. Standardgemäß 113 PS, stufenlosen Getriebe, 200 Liter Sprit und 40 km/h. Kann er wohl fahren, das werden wir auch gleich noch probieren. Wir können hier ein paar Sachen einstellen mit den Rädern, Trelleborg-Reifen, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nogin Tires und Trelleborg. Trelleborg wäre mit folgenden Reifvarianten möglich. Die Michelin. Die Continental dann die Mitas die BKT oh, habe ich doppelt gemacht, hey. Friedestein haben wir noch. Nogin Tires, nur mit Kommunalreifen und dann die Trelleborg-Reifen. Rundumleuchten können wir hinmachen, die eine, die andere oder beide. Frontlader können wir machen mit Quicke und Hauer. Motorausführung 113, 123, 133, 142 und wieder die 113. Die Hauptfarbe könnt ihr in den Farben hier abändern, je nachdem, was euch ein bisschen gefallen tut. Felgenfarbe könnt ihr auch noch abändern. Und Kennzeichen könnt ihr auch noch hinmachen. Habt ihr vorne eins und hier hinten eins, ein kleines. So, gut, gucken wir mal im Spiel an, wie er aussieht. So sieht er aus im Spiel. Ja, hier in dem leichten dunklen Grün, jetzt nicht in dem normalen Grün, sondern eher so diesen dunklen Grün sozusagen. Ja, genau. So, hüpfen wir mal rein, ich kann mal einsteigen, kommt Lenkrad runter, ihr seht es hier, ne, aussteigen, Lenkrad geht hoch, einsteigen, Lenkrad kommt runter. So, innen drin kann man dann die Hupe betätigen, das funktioniert schon mal. Von innen sieht die Sache dann wie folgt aus, ne, das Lenkrad kommt runter, ihr seht es. Ich denke, dass sich da nichts getan hat. Es hat sich was getan, wie gesagt, mit der Maussteuerung, zeige ich euch aber auch gleich. Motor läuft. So, wenn ihr die mittlere Maustaste jetzt gedrückt halt, dann hält, dann könnt ihr praktisch mit links und rechts fahren, hier das Dach öffnen, das Klappdach. Fahrt ihr, beziehungsweise drückt ihr beide Maustasten, fahrt hoch und runter, könnt ihr hier hinten aufmachen. Und links, rechts fahren mit der Maus, da könnt ihr dann noch die Fahrertüre öffnen. So, das wäre das. Wir gucken mal, ne, das funktioniert, auch wenn es bis nach hinten drückt, klar, logisch. Belastungssound funktioniert auch, sehr schön. So, funktioniert auch, gibt es auch keine Probleme. So, das funktioniert auch. Hoch und runter, genau. Einwandfrei. Liegt gut drin. Passt soweit. Ja, bei den Füßen funktioniert leider nur der eine Fuß. Hebel wird aber in Hand genommen. Ihr seht es hier. So, jetzt müssen wir sehen. Ja. Das funktioniert hier. Der Hebel wird gedrückt. Grundumleuchten tun auch.
Und der 442, genau. So, ich denke, das ist okay. So, fahren wir rechts ran, gucken wir mal noch kurz nach den Lichtern in der Nacht. Wollen wir mal Rundumleuchten mit ausmachen. So. So, einmal Licht, na, funktioniert. Zweimal Licht geht hier hinten was an, dreimal Licht geht vorne was an. Völlig da ist aus. Warnblinker vorne funktioniert, ne, die beiden Blinker tun auch. Warnblinker vorne und hinten funktionieren, genauso wie die normalen Lampen auch. Innen drin, ne, gehen ein paar Displays an, beziehungsweise ein paar Knöpfchen, muss man eher sagen. Das funktioniert schon mal. Hier sieht man im Display allerdings nicht, dass es blinkt, zumindest auf den Blick zunächst einmal nicht. Ne, man sieht es nicht, aber man hört es zumindest. Genau. Logdatei. Ihr seht selber, die ist sauber, da ist nichts, das passt soweit. Ja, wenn ihr jetzt diesen Mod haben wollt mit den Öffnen von den Türen und hinteren Fenster, dann ist hier immer der Link unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr ihn runterladen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo nicht vergessen. Und bis dann. Ciao.